Hey ihr Bunten, ich freue mich total, dass ihr vorbeischaut, denn wir gehen heute zusammen Bücher shoppen. Aber nicht so ganz, denn wir gehen jetzt nicht einfach zusammen in den Laden und kaufen, worauf wir Bock haben. Nicht, dass das nicht auch cool und toll ist und ich das auch mal gerne wieder machen würde und könnte. Denn wir machen heute zusammen eine Bücherschnitzeljagd. Ich liebe Bücherschnitzeljagden, weil man so einfach immer wieder Neues entdecken kann. Für alle, die hier neu sind auch oder das noch nicht kennen, werde ich das mal kurz erklären. Bei einer Bücherschnitzeljagd bekommt man Aufgaben gestellt von einer anderen lieben Booktuberin, von einem anderen lieben Booktuber. Und diese gilt es dann zu erfüllen. Und die liebe Simi vom Kanal Coyote Diaries wird sich mit mir auf die Pfade einer Schnitzeljagd begeben. Ich freue mich sehr, wie cool, dass du dabei bist. Und welche Aufgaben sie mir gestellt hat, oder zumindest welche ich mir ausgesucht habe von, ich glaube, fünf haben wir uns gestellt, das seht ihr jetzt. Hallo Sarah, erstmal vielen Dank, dass ich bei der Bücherschnitzeljagd mitmachen darf. Ich habe mir die restlichen Videos von dir dazu angeschaut, finde das richtig cool und spannend und deswegen habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, dass du mich gefragt hast und ich jetzt Teil davon sein darf. Wir haben es ja so gemacht, dass wir uns gegenseitig fünf Aufgaben geschickt haben und wir konnten dann jeweils zwei davon wählen. Was ich richtig cool fand, ist einfach, dass du die Aufgaben gewählt hast, beziehungsweise eine davon, die ja doch sehr außergewöhnlich war bzw. ist und bei der nicht so klar ist, mit welchem Buch du dann letztendlich nach Hause gehst. Also das wird wahrscheinlich auch eine recht große Überraschung für dich sein. Aber finde ich cool, dass du so mutig bist und das wagst. Und damit du es jetzt schön in dein Video einbinden kannst, wiederhole ich die beiden Aufgaben mal. Die Aufgabe 1 ist, geh in die Buchhandlung, suche eine Buchhändlerin und frage sie, welches Buch sie dir empfehlen würde. Der Haken daran ist, du darfst dir nicht sagen, in welchen Genres du sonst am liebsten unterwegs bist und was so deine Lieblingsbücher sind. Du darfst ihr gar nichts sagen, was darauf hindeuten könnte, was du sonst eben gerne liest. Ja, ist sehr schwierig. Das Ding ist, sie muss dich dafür ja in gewisser Weise einschätzen und deswegen finde ich es sehr spannend. Ich bin gespannt, ob sie richtig liegen wird oder mal so gar nicht. Aber wer weiß, vielleicht entdeckst du auch ein Genre oder eine bestimmte Richtung einfach generell, die du vielleicht bisher noch gar nicht eingeschlagen hast und dann doch interessant für dich ist. Wer weiß. Aufgabe Nummer 2. Suche dir ein Buch aus, das auf einer wahren Begebenheit basiert und dessen Geschichte dich sehr inspiriert. Ja, das sind meine beiden Aufgaben. Viel Spaß damit. Ich bin gespannt, wie du sie lösen wirst. Bis dann. Ja, ich freue mich mega. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich bin mal gespannt, welches Buch ich empfohlen bekomme. Das kommt auch immer ganz drauf an, wie man so eingeschätzt wird und an welche Person man da gerät. Ich versuche euch auf jeden Fall ein bisschen mitzunehmen und ein bisschen zu filmen. Und ich freue mich auch sehr auf die Aufgabe, ein Buch auszusuchen, was auf einer wahren Begebenheit basiert. Also außer Biografien bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich jemals ein Buch in diese Richtung gelesen habe. Da müsste ich nochmal nachdenken. Wie geht's euch damit? Habt ihr schon mal ein Buch ausgesucht, wo ihr wusstet, das basiert auf einer wahren Begebenheit? Auf jeden Fall habe ich mir diese Aufgabe extra ausgesucht und ich freue mich schon sehr aufs Stöbern. Und was genau da neu bei mir einziehen wird, das seht ihr dann gleich und kommt mit, wenn ihr Bock habt. Ich bin so klein, es geht gar nicht zusammen drauf. Bin zu klein. Ist jetzt zu Ende. Ich habe nicht ganz so viel filmen können. Ich habe aber eine sehr nette Buchhändlerin gefunden, die total süß war. Also ganz liebe Grüße, falls du zuschaust. Sie hat nämlich auch nach meinem Kanalnamen gefragt.
weil ich unter anderem jetzt mal ganz offiziell gefragt habe, ob ich den filmen dürfte. Und sie hat mir eigentlich relativ schnell auch Die Farbe von Milch empfohlen. Und da freue ich mich sehr drüber, weil natürlich kennt man dieses Werk, ich habe es aber noch nicht gelesen. Und es soll wirklich ein sehr poetisches Buch sein. Und da hat mich natürlich gefreut, dass sie mich so einschätzt, dass ich sowas lese und dass ich da auch Gefallen dran finden könnte. Wir müssen mal kurz Platz machen. Komm Leute, mach mal. War ja einer der Aufgaben, dass mir wirklich jemand, ohne dass ich irgendeinen Tipp gebe, und ich habe wirklich keinen Tipp gegeben, was ich mir, was ich sonst so lese oder was ich sonst so mag. Und es hat sie gut gemacht und wirklich sehr schnell. Ich freue mich mega auf dieses Buch. Ich bin sehr gespannt, ja, was sich hinter diesem Buch eigentlich verbirgt und hinter dieser Geschichte, Die Farbe von Milch. Hinten auf dem Klappentext steht, mein Name ist Mary, mein Haar hat die Farbe von Milch und dies ist meine Geschichte. Und ja, die nette Dame hat gesagt, es geht um ein Kind, was lesen lernen möchte, so viel weiß ich noch, und dann bei einem Pfarrer aufwächst und dort eigentlich Geborgenheit findet und dann, ja, so viel mehr weiß ich gar nicht. Das klingt nach einer sehr bewegenden und sehr interessanten Geschichte. Die andere Aufgabe bestand ja darin, dass ich mir ein Buch aussuchen soll, was auf einer wahren Begebenheit basiert. Und das war ganz schön schwer. Ich habe auch mal wieder bei den Geschichtsbüchern geguckt. Ich habe so geschwankt zwischen Die Ärztin, was ja Jenny von Jennys Lesestoff total gefeiert hat, werde ich bestimmt noch mal reinlesen, und Die Charité, was, glaube ich, die Maike von den Bookfriends doch auch sehr gefeiert hat und gern gelesen hat. Und da war ich so im Überlegen. Und dann bin ich aber diesem Buch hier über den Weg gelaufen, wirklich. Arun Gandhi, was ist ein Geschenk? Das Vermächtnis meines Großvaters, Mahatma Gandhi. Und ja, ich meine, hallo, das muss eine tolle Geschichte sein, eine starke Geschichte. Und ich bin sehr neugierig darauf, ob ich daraus was mitnehme. Das heißt, ich werde daraus was mitnehmen und freue mich auch sehr auf dieses Buch. Ja, Mahatma Gandhis Friedenlehre, ich glaube, war noch nie so wichtig wie heutzutage, und ich bin einfach neugierig darauf zu lesen, was dieser Mann genau vertreten hat. Und hier steht auch, sein Großvater, gerade die Lehren seines Großvaters gerade für unsere heutige Zeit sehr wichtig sind. Er führt uns vor Augen, dass wer Wut mit Wut und Vorwurf mit Vorwurf bekämpft, nicht weit kommt. Und ja, meine Lieben, das waren auf jeden Fall die zwei Bücher. Liebe Sibi, ich bin so gespannt zu sehen, wie du meine Aufgaben umgesetzt hast. Ich werde ihr Video auf jeden Fall unten verlinken. Schaut mal vorbei. Ich glaube, das wird auch ganz, ganz spannend. Und ja, ich freue mich aufs Lesen, ihr Lieben. Und wenn ihr weitere Bücherschnitzeljagden gerne sehen würdet oder vielleicht sogar eine Aufgabe für mich hättet, eine weitere, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid, gerne ein Abo. Und dann bleibt bunt, meine Lieben. Habt einen schönen Tag. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne. Und ja, bis bald.